Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Und schon wieder eine neue Limited Edition von Lookfantastic, die können es nicht sein lassen, uns glücklich zu machen. Denn im Prinzip können wir da ja wirklich uns das Beste rauspicken, oder? Hier haben wir jetzt die NYX Limited Edition. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal das Schätzelein zu entdecken, was jetzt online kommt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die kostet normalerweise 55 Euro und hat dann auch einen Wert von 155 Euro. Also da habt ihr schon mal 100 Euro Preisvorteil. Und mit dem Code CLAUDIWELT könnt ihr nochmal 5 Euro an top sparen, sodass das Ganze 50 Euro kosten wird. Wir haben hier wundervolle Beauty-Produkte hoffentlich drin enthalten. Ich habe noch nicht reingeschaut, ich weiß nicht, was drin ist. Und ja, ich mag tatsächlich auch die NYX-Produkte. Ne? Das hat auch was sehr, sehr Edles mit dabei. Ist, glaube ich, ja eine Paris, also eine französische Marke. Und ich habe die Box jetzt zum Vorstellen zugeschickt bekommen und ja, einfach weil ich das immer ziemlich feiere, dass ich halt die Möglichkeit habe, mit Lookfantastic die Kooperation zu haben, euch mit CLAUDIWELT halt den Rabattcode zu geben und euch auch durch die Links die Möglichkeit zu geben, die Produkte dann nochmal nachzushoppen. Also es sind da auch Affiliate-Links, ne? Möchte ich euch super gerne was zurückgeben. Und zwar stelle ich für einen von euch ein ja, Beauty-Paket zusammen und das möchte ich gerne in diesem Video verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau da gerne mal rein. So, ach so, und solltest du neu hier sein? Moin, ich bin Claudi, ich mache hier so ein bisschen Beauty und aktuell geht ein bisschen die Party ab, was auch Adventskalender angeht, also schnall dich an. Hier gibt es nicht nur ein Video pro Tag, sondern echt mehrere aktuell, das ist richtig krass. Und ja, kannst mich sehr gerne abonnieren, ich würde mich mega freuen, wenn meine Community weiter wächst und ja, einfach, ja, das ist schön hier. Ich mag das, ich finde es toll, ich finde es einfach großartig und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich mein Hobby zum Beruf machen durfte, dank euch. Und jetzt schauen wir in die Limited Edition Labertasche. Ich habe mittlerweile gelernt, wie man diese Box am besten aufmacht. Und zwar halte ich sie unten mit den kleinen Fingern fest und dann drücke ich mit den Zeigefingern das gleichzeitig an den Seiten nach oben. Ne? Okay, wow. Der Blick in die Box. Also erfahrungsgemäß haben wir hier halt auch immer sehr große Sachen unter anderem mit dabei. Ich starte mit einem Produkt, was ich letztens erst aufgebraucht habe. Mega, das ist das Ref de Miel, also ein Traum von Honig auf Deutsch. Ein Honey Lip Balm, das ist dieser hier. Und das ist wirklich ein Ding. Also ewig und 3 Tage hält ihr das. Das ist so viel Produkt. Ich hatte den nur am Bett stehen. Ich empfehle euch, den auch wirklich tagsüber zu verwenden. Also wirklich als Lippenpflege für immer, weil da ist richtig viel Produkt drin mit 15 Gramm und du hast da wirklich toll gepflegte Lippen, wenn man das anwendet. Das ist super angenehm. Ich habe es halt abends als Lippenmaske verwendet oder nachts, ne? Und mir ist er halt irgendwann dann gekippt nach 2 Jahren oder so. Und ja, irgendwann war halt auch einfach gut gewesen. Richtig gutes Produkt. Also wirklich, da habe ich tolle Lippen von bekommen und jetzt habe ich ein Backup. Das finde ich klasse. Hier habe ich dann auch das, ja, zweimal, das Scan Me, also wir haben hier quasi Lookfantastic mit NYX, genau, und dann kann man das scannen und kann dann noch ein paar mehr Informationen zu den Produkten erhalten und, ja, das geht easy peasy. Komm, wir holen jetzt mal so ein großes Ding raus. Oh, siehst du edel aus. Super Serum 10, The Universal Anti-Defying Concentrate mit 30 Millilitern. Mhm, ich sehe es jetzt ja schon durch dieses Block, dass es richtig abgefahren aussehen wird. Ich mag das ja, ne? Wenn Sachen so aussehen. Das ist halt so ein, oben drückst du drauf, dann füllt sich die Pipette und dann kannst du es auf Gesicht geben. Flakon, das ist aus Glas, auch richtig schön. Meine Güte, was ist denn da? Ach so, du sollst bis zu 10 Jahre jünger aussehen? Mal gucken. Ja, schön. Smoothed, replumped und luminous sollst du aussehen. Mit natürlicher Hyaluronsäure und tausenden von Mikrosphären von botanischen Ölen. Vielleicht dann für die meisten Menschen eher so abends eine gute Sache, weil wenn du ein Ölserum hast, ich würde es eher abends verwenden dann an eurer Stelle. Ich habe wirklich eine pupstrockene Haut. Dementsprechend kann ich das auch morgens anwenden. Guck mal, da ist sogar dieses Logo oben auf dem Pumpmechanismus drauf, dieses Bäumchen. Das ist schon hübsch, ne? Und durch diese Ölperlen sieht das Ganze halt noch so sparkly aus. Das ist schon cool. Habe ich noch nie gesehen von NYX. Das ist nice. Was ich aber schon öfters gesehen habe, ist dieses Huile Prodigieuse. Und das ist das Huile Prodigieuse Or, also quasi die schimmernde Variante davon. Das kannst du normalerweise verwenden für Gesicht, Körper und Haare. Ich persönlich verwende das am liebsten am Körper,
Und zwar an den Beinen, also gerade dieses Schimmerding, ne? 50 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Das ist ein riesiges Produkt. Und jetzt im Sommer vielleicht eine ganz tolle Sache, wenn man halt so einen künstlichen Strumpfhoseneffekt haben möchte, weil es halt diesen Schimmereffekt auch mitgibt. Oder wenn man die Haare halt jetzt nicht unbedingt so offen hat, kann man das ja auch so hier, ne, Dekolleté, Schultern machen, dass man hier so ein bisschen glänzt. Finde ich schön. Da ist immer wieder so eine Limited Edition, wo ich mir denke, wie kriegen die solche Preise hin? Ich weiß es nicht. Also ich finde es, als Konsument finde ich das richtig klasse, ne? Dann haben wir hier Very Rose, ein Micellenwasser, 3-in-1 Soothing Micellar Water Face and Eyes mit Rosenblütenwasser, 50 Milliliter. Das ist dann zur Gesichtsreinigung gedacht. Nicht jedes Micellenwasser muss man abwaschen. Ich persönlich mache es, weil Micellenwasser verwende ich persönlich, wenn ich sie verwende, als ersten Schritt der Gesichtsreinigung. Und danach verwende ich dann halt nochmal so ein etwas schäumenderes Geschichtlein, um halt wirklich alles nochmal runterzukriegen. Denn heute habe ich zwar nur ein bisschen Mascara und Lippenpflege drauf, ansonsten bin ich aber ein bisschen intensiver geschminkt. Und wenn ich halt nur damit und mit dem Wattepad über mein Gesicht gehe, dann habe ich halt im Prinzip meinen Lippenstift irgendwann hier oben sitzen, meine Mascara hier unten, ne? Und ja, das muss ich dann halt nochmal runterwaschen. Das muss ja aber jeder für sich selber entscheiden, wie halt auch die jeweilige Abschmink- oder Schminkroutine so aussieht. Passt aber auch sehr gut hier mit so rein, ne? Wir haben halt was zum Abschminken, wir haben ein Serum, Lippenpflege und ich persönlich würde es halt eher so für die Körperpflege verwenden. Und dann habe ich hier noch was enthalten für die Hände, auch sehr praktisch, auch aus der Rêve de Miel-Reihe. Ein Traum von Honig, man kann sich das einfach ganz gut merken, finde ich persönlich. 15 Milliliter haben wir hier drin. Das ist eine richtig schöne Größe für eine Handtasche, ne? Dass ich das einfach so bei mir in die Handtasche reinschmeiße. Und dann verwende. Ich persönlich habe noch nicht diese Handcreme verwendet und kann nicht sagen, ob der Pflegeeffekt genauso genial ist wie bei der Lippenpflege. Das muss ich noch herausfinden. Und dann habe ich hier noch als letztes Produkt eine Protegeuse Boost Multi-Correction Glow Boosting Cream Gel Geschichte. Normal to Combination Skin habe ich leider nicht. 40 Milliliter, aber ich verwende aktuell auch eine Gesichtscreme, die eigentlich nicht für trockene Haut gedacht ist, aber sie funktioniert gerade im Sommer tagsüber sehr gut, wenn ich danach halt auch nochmal Lichtschutzfaktor auftrage. Ne? Dann habe ich nämlich ja, einfach die Möglichkeit, auch vielleicht ein reichhaltigeres Serum vorher zu verwenden. Und witzigerweise sieht die Creme nicht so, ich sag mal, sexy aus, wie jetzt zum Beispiel das Serum aussah. Aber gut, ja, es ist halt so eine schöne Tube und ja, damit kann man dann entsprechend sein Gesicht korrigieren und gleichzeitig Glow bekommen, scheinbar. Weiß ich nicht. Die multikorrigierende Gelcreme für einen strahlenden Teint gegen die ersten Zeichen der Hautalterung für normale bis Mischhaut. Mit Hyaluronsäure und antioxidativem Jasminextrakt. Das finde ich ja persönlich schon wieder toll. Eine mehrfach korrigierende Pflege für geglättete, gestraffte Haut. Ja, nett. Vegane Formel. Oh, das ist auch freundlich, ne? Also definitiv hat man hier eine schöne Gesichtspflegeroutine so ein bisschen am Start. Ein bisschen Augencreme fehlt, aber das ist, glaube ich, auch eher so. Ne, je nachdem, nicht alle verwenden ja auch eine Augencreme. Geil. Also wir haben wieder tolle Produkte hier drin und das bekommt ihr für 50 Euro, finde ich cool, wenn man vor allem mal überlegt hat, diese Marke ausprobieren zu wollen oder wenn man zum Beispiel im Adventskalender oder so in der Box mal dieses Wild Prodigieuse mal drin hatte und sich zum Beispiel in den Duft verliebt hat oder generell so ein bisschen auch in die Marke, ne, und sich denkt, oh, würde ich mir gerne mal was mehr von holen, aber it is gar nicht mal so günstig, dann habt ihr hier jetzt einfach mal die Möglichkeit, für 50 Euro richtig interessante Produkte mal kennenzulernen. Wie seht ihr das? Wie findet ihr den Inhalt der Box? Und welche Marke würdet ihr euch wünschen, dass Look Fantastic mal so eine Sonderbox erstellen würde? Schreibt das super gerne mal in die Kommentare. Auch der Link zur Box ist in der Infobox verlinkt. Und ja, mit Claudi Welt könnt ihr sparen, wie gesagt. Ne? Das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.